Ja, herzlich willkommen zu magischen Momenten mit bemerkenswerten Menschen. Zwei wundervolle Menschen sitzen hier gerade direkt vor unserer Linse. Und zwar ist das Chuck Spezzano und seine Übersetzerin Anke Schupan. Ich wünsche uns allen ein tolles Gespräch. Hallo ihr zwei, welcome Chucky and Anke. Thank you, good to be here. Hi there. Wir versuchen ein Long-Distance-Interview miteinander heute. Ihr seid in Hawaii, ich bin in Frankfurt. Ich freue mich, dass wir trotz 12 Stunden Zeitdifferenz Zeit finden, jetzt für euch hier dieses Gespräch aufzuzeichnen. Anlass des Gespräches ist die Tour von Chuck im Frühjahr, wo es um sein ganz, ganz brandneues Buch geht, wo es eben um das Spiel des Lebens geht. Und zu diesem Thema haben wir natürlich uns heute ein paar wichtige Fragen ausgedacht. Und wer Chuck heute das erste Mal erlebt, er ist einfach eine Kanone. Er ist eine unglaubliche, lustige und tiefe Person, ein Psychologe seit 40 Jahren in dem Thema Beziehungen mit Haut und Haaren, mit eigener Beziehung, mit seiner Frau Lenzi, seinen Kindern. Ein wunderbares Beispiel, wie es funktionieren kann, gut funktionieren kann in Beziehungen. 40 Bücher gibt es inzwischen in Deutschland und einige davon habt ihr vielleicht schon gesehen. Und diesem Mann kann man persönlich begegnen. Ich möchte euch Lust darauf machen. Ja, Chuck, now we come to the questions. Jetzt habe ich einige Fragen, die du uns hoffentlich eben beantworten kannst. In deinem neuen Buch schreibst du von einer Grußkarte mit einem Bild von einem Garten. In your new book you write about a card you got on which you could see a garden. Und auf der Gartenmauer, da stand groß geschrieben der Sinn des Lebens. Und direkt darunter, an der Stelle, wo eigentlich die Antwort erwartet wird, war ein Busch. And on the garden fence there was the phrase of the meaning of life. And right underneath where you suspected the answer, there was a big bush. So, und du hast gesagt, diese Karte hat dich sehr fasziniert und du hast natürlich auch viel über den Sinn des Lebens nachgedacht. You were saying that you were fascinated by that card and that you have been thinking about a lot the meaning of life. Und du hast uns einen ganz guten Rat mitgegeben. And you suggested? Und zwar, du könntest uns ein bisschen erzählen von den Erfahrungen auf deiner Reise und diese uns mitteilen. Und darum, denn jeder müsste ja diese Frage eigentlich für sich beantworten. Aber es ist immer spannend zu hören, was ein anderer Mensch herausgefunden hat und dann zu vergleichen, ja, wie könnte mich das bereichern. And of course, it would be nice to that each person gives that answer to oneself, the meaning of life. But it's always great to hear somebody else. And we would like to hear you talking about the meaning of life and what it means to you and what you have experienced on all your travels. Deswegen frage ich jetzt natürlich eine ganz große Frage. Was möchtest du uns mitgeben über den Sinn des Lebens als vielleicht erste Gedanke dazu? And now my big question towards you, what could you tell us about the meaning of life? Ah, well, such a big question. Everyone must answer this for themselves. Was für eine große Frage. Und natürlich kann sie nur jeder für sich selbst beantworten. Of course, many men just see the meaning of life is, and then it's covered up with a bush, and they said, oh, the meaning of life is about bush. Und natürlich haben viele für sich die Frage nach dem Sinn des Lebens mit dem Busch bedeckt. Und dann denken sie, ah, der Sinn des Lebens ist der Busch. But then at a certain point we must go on from that.
Aber irgendwann müssen wir uns natürlich darüber hinaus bewegen. So, what I found, of course, is that it's all about being happy. Und in erster Linie geht es natürlich ums Glücklichsein. And how happy you are is how innocent you are. Und du bist immer so glücklich, wie du auch unschuldig bist. There's a direct correlation between innocence, happiness, and self-love. Es gibt eine direkte Korrelation zwischen Unschuld, Glücklichsein und der Selbstliebe. And when you don't love yourself, you open yourself to all kinds of maladies. Und wenn du dich nicht liebst, lässt du viel anderes hinein, was nicht gut ist. This morning I was writing the card for the day, and it was about healing the bankruptcy that comes from sexual guilt. Heute Morgen habe ich über die Karte des Tages geschrieben, und da ging es darum, den Bankrott zu heilen, der aus der sexuellen Schuld entsteht. And the ego wants to make us feel guilty because it builds itself with guilt. Und das Ego möchte natürlich, dass wir uns schuldig fühlen, denn es entsteht aus der Schuld. And the more guilt you have, the more you punish yourself. Und je schuldiger du dich fühlst, desto mehr bestrafst du dich im Leben. Now, I've worked with people who've done some very terrible mistakes in their life. Ich habe mit Menschen gearbeitet, die ganz furchtbare Fehler gemacht haben in ihrem Leben. But the reason it could be healed is that that is an ego illusion that it is using for some purpose. Aber dass solche Menschen das heilen konnten, liegt daran, dass es alles eine Ego-Illusion war, die sie für einen bestimmten Zweck verwendet haben. So this brings us back to the meaning of life, that if you're not happy, then what you're called to do is to heal. Und dann kommen wir hier zurück zum Sinn des Lebens. Denn wenn du nicht glücklich bist in deinem Leben, ist die erste Aufgabe, dass du heil wirst. A Course in Miracles says that you could heal the whole world if you totally embrace atonement for yourself. Im Kurs in Wundern heißt es, dass du die ganze Welt heilen könntest, wenn du für dich vollkommen die Sühne annimmst. And what it means by that is atonement is healing. Und mit der Sühne ist die Heilung gemeint. If any time we felt upset or not happy, we realize that there was something to heal. Es wäre so schön, wenn wir erkennen würden, dass wir etwas zu heilen haben, jedes Mal, wenn wir nicht glücklich sind und uns ärgern. Now, the way the ego has set itself up is that if I'm feeling bad, it must be someone else's fault. Das Ego hat natürlich so eingerichtet, dass es sagt, wenn ich mich nicht gut fühle, dann ist wer anders schuld daran. We get angry, we get irritated, we get frustrated. Und dann werden wir ärgerlich und frustriert. But regaining your power is regaining the responsibility that I'm in charge of my emotions. Aber deine Verantwortlichkeit zurückzugewinnen liegt darin, dass du verantwortlich bist, deine Macht wiederzugewinnen, liegt darin, dass du deine Verantwortlichkeit wandelst. So, what's all this healing about? Worum geht es bei der Heilung? Well, you feel more whole. Du wirst ganzer. You feel more powerful. Du fühlst dich machtvoller. Our ego wants to exaggerate us, but on the other hand, it makes us want to play really a small life. Unser Ego möchte natürlich, dass wir uns überheben, aber andererseits sorgt es auch dafür, dass wir klein bleiben. And so the more we shrink, the more the ego grows. It wants us to be weak. Und je kleiner wir werden, desto größer wird das Ego. Es möchte ja, dass wir schwach sind. And as this smallness builds up, as this separation builds up, then guilt builds up, and we want to punish ourselves to try to get rid of it. Und je mehr die Kleinheit zunimmt, desto mehr vergrößert sich die Schuld, und dann wollen wir uns bestrafen. So every time we're victimized, we're trying to get rid of guilt. Jedes Mal, wenn wir zum Opfer gemacht werden, versuchen wir, Schuld damit abzutragen. Every time we have scarcity in our lives in any area, time, money, intimacy, anything, we're trying to pay off guilt. Und jedes Mal, wenn wir Mangel in unserem Leben erleben, sei es Zeit oder sei es die Intimität, was auch immer,
dann versuchen wir immer, damit die Schuld abzutragen. And that's not heaven's will for us. Aber das ist gar nicht der Wille des Himmels für uns. Heaven, you know, it's just, if you have children, you want them to be happy children. Wenn du Kinder hast, dann wünschst du dir doch nichts mehr, als dass sie glücklich sind. You know, having happy children, that says you did it right. Wenn du glückliche Kinder hast, dann weißt du hast es richtig gemacht. Of course, if we're in rebellion with our parents, then we're propagating that with our children. Wenn wir natürlich immer noch gegen unsere Eltern rebellieren, setzen wir das natürlich mit unseren Kindern fort. So the more whole you feel, the more willing it naturally leads you to see that you've come to make a contribution not just to yourself, but to life. Je ganzheitlicher du dich fühlst, desto besser erkennst du, dass du nicht nur gekommen bist, um für dich etwas Schönes zu erleben, sondern du erkennst, dass du gekommen bist, am Leben teilzuhaben und etwas beizutragen. Das ist nachzuvollziehen. Ich habe aber viele Freunde, die sagen, weißt du, für mich ist dieser Schritt schon sehr groß, zu denken, wie Chuck denkt, ich bin jetzt in meinem Problem und wie komme ich dazu, dieses Problem zu transzendieren? Was hilft mir dabei, über diese Ego-Perspektive hinauszugehen? It sounds all really well, but I have a lot of friends who are really stuck in their just everyday problems. So how could they get out of those everyday problems? Well, it's knowing the power of your mind. Wenn du die Macht deines Bewusstseins kennst. And knowing that when you're stuck in your problems. Und erkennst, dass du in deinem Problem feststeckst. You're actually using that for something. Dann benutzt du das Problem für irgendetwas. Okay, das heißt, ich stelle mir selbst also diese Frage am besten. Ne? Mit welchen Nutzen habe ich von diesem Problem? Ist das der Vorschlag? So do I ask myself, what's the use of this problem? Yeah, what am I using this for? Ja, du kannst dich natürlich fragen, wozu benutze ich das Problem? And then you'll always find a mistake in choice, and you can make another choice, a better choice. Und dann wirst du auf eine Entscheidung stoßen, die dir nicht wirklich dient. Und dann kannst du eine bessere Entscheidung finden. At least the stuckness always hides guilt, it always hides fear, and they go together. Dieses Feststecken verbirgt immer Schuld und Angst. Schuld und Angst gehören immer zusammen. And every time you get through something like this, you feel better about yourself. You love yourself more, you love other people more, and you're happier. Und wenn du ein Problem überwindest, dann geht's dir sofort besser. Du liebst dich viel mehr, du liebst andere viel mehr und du bist einfach glücklicher. Yeah, we use, at the bottom line, I found this in the first 10 years as a therapist, and I've been going on 4.5 decades of being a healer, a therapist. And what I've found is that the biggest problems are set up so that we run away from that calling inside us that would make us so happy to contribute. Ich habe bereits in meinen ersten 10 Jahren meiner Arbeit als Therapeut erkannt, und ich bin ja jetzt schon 4.5 Jahrzehnte unterwegs in dieser Arbeit, dass wir deshalb diese Probleme erzeugen, weil wir Angst haben vor dem Ruf unseres Herzens. Und wir denken uns etwas aus, damit wir dem nicht folgen müssen. So we're learning how to get through all these issues, all these problems. And the ego throws thousands of these things at us. Und das Ego wirft uns ja tausende von verschiedenen Problemen in den Weg. Und nach lernen wir immer besser damit umzugehen und sie zu überwinden. I didn't start off knowing all these things. I started off as the heartbreak kid. Und ich habe ja nicht in meinem Leben angefangen, indem ich das alles schon wusste, sondern ich war ein Kind voller Herzensbrüche. I knew that, you know, if I was going to succeed at all in life, I had to heal myself. Aber ich wusste instinktiv, dass wenn ich überhaupt Erfolg haben wollte in meinem Leben, musste ich das alles heilen. I was a royal mess. Ich war ein ziemliche Misere. It was either heal if I wanted to survive. Und es galt nur die Heilung, wenn ich überleben wollte. So over 45 years, I found all of these ways to get through heartbreak, to get through guilt, to get through pain, because they're a mistake.
Und da habe ich also vor 45 Jahren gelernt, wie man am besten durch die Herzensbrüche, durch die Schuld und durch den Schmerz hindurchkommt. Und ich habe tatsächlich erkannt, dass alles ein Fehler war. Here's just one principle. Uh-huh. Ein Prinzip. Every time you've ever suffered, there was a misinterpretation going on. Jedes Mal, wenn du gelitten hast, hast du etwas fehlinterpretiert, etwas missverstanden. You didn't understand. Du hast es einfach nicht begriffen, worum es in Wirklichkeit ging. And even back in the 70s, when I was first working, we could get back to these terrible traumas and realize, oh, they thought this was happening. They thought their parents didn't want them. But that was a mistake. That was a wrong interpretation. Und selbst in den frühen 70er Jahren, als ich begonnen habe zu arbeiten, selbst da ist es uns schon gelungen, an die Wurzel der Probleme zu gelangen und zu sehen, dass es alles eine Fehlinterpretation war. Viele Menschen haben geglaubt, oh, meine Eltern wollten mich nicht, sie wollten wen anders haben. Aber es war eine Fehlinterpretation, da war nichts Wahres dran. And when they got through the misinterpretation, they could let in a whole lifetime worth of that parent's love. Und wenn sie dann diese Fehlwahrnehmung erkannt hatten und sie gehen lassen konnten, dann konnten sie ein ganzes Leben voller Liebe hereinlassen in ihr Leben, die von den Eltern immer für sie da war. So, it's to make this contribution, because you're happiest when you're giving and receiving. Es geht also wirklich, diesen Beitrag zu leisten. Denn wenn du bist am glücklichsten, wenn du wirklich etwas beitragen kannst, wenn du etwas schenken kannst, wenn du etwas geben kannst. And there's many purposes we all share, but there's one purpose that only we can do. Und wir teilen natürlich viele Lebensaufgaben miteinander, aber es gibt auch eine Lebensaufgabe, die jeder nur einmal tun kann, wo jeder einzigartig ist. Now, the more a person progresses, the more spiritual life becomes. Und je mehr sich eine Person weiterentwickelt, desto spiritueller wird das Leben. That doesn't necessarily mean you go around, you know, singing Hare Krishna and being in orange robes or anything like that. It just means there's more love and more happiness. Das bedeutet natürlich nicht, dass du durchs Leben läufst und nur noch Hare Krishna singst, sondern es bedeutet, dass du glücklicher bist und das Leben mehr genießen kannst. More integrity, more ability to help someone. Und du hast mehr Integrität in deinem Leben und du kannst anderen viel besser helfen. And those things make you happy. Und das macht dich glücklich. And when you get really happy, wenn du wirklich glücklich bist, really peaceful und friedvoll, then you have the ability to wake up. Dann hast du die Fähigkeit oder die Möglichkeit aufzumachen. To transcend this game of life. An dem Punkt kannst du das Spiel des Lebens transzendieren. And it's a very powerful position. Und das ist eine sehr machtvolle Position, die du dann hast. When Buddha woke up after sitting under the Bodhi tree for 7 years, he goes, I'm not going to move until I get it. Whatever it is, I'm going to wait till I get it. I'm going to sit right here. Der Buddha hat sich ja unter einen Bodhi-Baum gesetzt und hat dort 7 Jahre lang meditiert und gesagt, ich werde hier nicht wieder aufstehen, bevor ich erwache. And he was tempted by all kinds of things, especially like naked female devils and things like that. Und natürlich wurde er versucht, besonders zum Beispiel von nackten Teufelinnen. What a guy, he resisted all that temptation. Was für ein Mann, dass er dem alles widerstanden hat. But when he woke up, he realized the thing that modern physicists have realized, that the world, the phenomenal world that we see, that's not real. All there is the field of light. Aber als er dann wirklich erwachte nach den 7 Jahren, hat er erkannt, was die moderne Physik uns heute erzählt. Und sie erzählt uns, dass die Welt, die wir sehen, nicht real ist. Das Einzige, was wirklich da ist, ist Licht. And we project our wishes on it, we project our desires on it, we project our self-concepts, whatever we think about ourselves, we put on the world. Und auf diese Welt projizieren wir dann alles, was uns einfällt. Wir projizieren unsere Wünsche auf sie und unsere Selbstkonzepte. So that's what Buddha realized 2500 years ago. What a physicist.
Und der Buddha hat das schon vor 2500 Jahren erkannt, was die Physiker heute sagen. It's my mind that makes the world. Er hat gesagt, mein Bewusstsein erzeugt die Welt. It's all a dream. Es ist alles ein Traum. And I'm the dreamer. Und ich bin der Träumer. So the key is to wake up, to have a really happy dream. Es geht also darum, so weit aufzuwachen, dass wir einen wirklich glücklichen Traum träumen können. To get through all of these little problems. Durch all diese kleinen Probleme hindurchzukommen. Because there's a way to do that. Und das ist möglich. Now, that's what I concentrated in getting people through problems. Und darauf habe ich mich mein ganzes Leben lang konzentriert, dass ich Menschen helfe, diese Probleme zu überwinden. Because how can you think of enlightenment if you have an alligator biting your ass? Denn wie kannst du dich dann der Erleuchtung zuwenden, wenn dir ein großer Alligator am Hintern hängt? So I'm the Uncle Chuck's alligator removal service. Also habe ich erfunden, dass ich der Onkel Chuck bin, der alle Alligatoren von allen Hintern entfernt. Now my wife is the mystic. She goes directly for waking up. Meine Frau dagegen ist die Mystikerin. Die beschäftigt sich nur mit dem Erwachen. And I'm the psychic garbage collector. Und ich bin sozusagen der psychische Müllmann. And every once in a while we change hats. But it's a good team. Und manchmal vertauschen wir natürlich auch unsere Rollen. Aber hier ist ein unschlagbar gutes Team. Wunderbar. Da kommt was von Chucks herrlichem Humor rüber, den wir auch von den Seminaren kennen. Also, he has a great humor. Und darauf freuen wir uns auch, wenn Chuck jetzt bald nach Frankfurt kommt. Ich werde jetzt noch schnell die Termine nennen. Ich wollte euch heute ein bisschen Lust machen darauf, das auch noch live zu erleben und weiter zu verfolgen, was Chuck uns an Geschenken wieder mitgebracht hat, an Erkenntnisgeschenken, meine ich damit. Und deswegen haben wir zwei Tage uns ausgesucht, die besser sind nicht sein können. Der erste Tag ist nämlich der Liebe gewidmet. Es ist der Valentinstag, der 14. Februar, wo Chuck kommt. Vielleicht kannst du noch einen kurzen Übersetzung noch für Chuck machen, damit er weiß, worüber ich rede. Yeah, we are just really happy that you will be with us again very, very soon. And the first day of your workshop day is Valentine's Day. I know you took the words right out of my mouth, but you said it in German. Ja, du hast es mir sprichwörtlich aus dem Mund genommen. It's so wonderful to always come around Valentine's Day to give people a boost about how to get closer, how to get through the problems and the irritations that are keeping you back from your partner and from love and from happiness. Ich freue mich immer so immens, wenn ich zum Valentinstag ein Seminar geben kann, denn es hilft so sehr, die Leute doch dichter zusammenzuführen in ihren Partnerschaften, dass sie zusammen glücklicher sein können, dass sie die kleinen Ärgernisse einfach überwinden und dass sie wirklich Freude miteinander in ihrer Beziehung erleben können. Yesterday in our mastery program, I asked everyone, who hasn't been disappointed with their spouse or with their partner? Gestern in unserem Mastery-Programm habe ich die Frage gestellt, wer von euch ist von seinem Partner noch nie enttäuscht? And nobody raised their hand. Und niemand meldete sich. But there are ways to get through that. Aber da kann man drüber hinwegkommen. If you make your partner the source of your needs, then you will be disappointed. Wenn dein Partner dir deine Bedürfnisse erfüllen soll, dann wirst du natürlich enttäuscht werden. But if you know that whatever they're missing, you have it as a gift. Aber wenn du weißt, dass du das in dir trägst, was ihnen fehlt, and subconsciously it shows that our complaints, dann ist das großartig. And everybody seems to have complaints about their partner. Und unterbewusst sehen wir natürlich nur unsere Beschwerden. Und Beschwerden haben wir ja alle. Our complaints are where we're being stingy. Und unsere Beschwerden zeigen uns, dass wir in uns eine bestimmte Geizigkeit haben. Because inside we have the gift, but we were afraid to shine. Wir tragen zwar die Antwort in uns, aber wir haben uns gefürchtet, wirklich zu strahlen. And everyone has come to shine. Und jeder ist gekommen zu strahlen. To be beautifully radiant. Wunderbar zu sein und einfach zu leuchten im Leben. To know your power and your gifts.
Und dass jeder gekommen ist, seine Macht zu erkennen und die Gaben zu nehmen. And power isn't control or domination, that comes from fear and weakness. Und mit dieser Macht meine ich nicht Kontrolle oder Dominanz, denn das beides entstammt ja der Schwäche. So I want to help people pass their problems so they become juicy. Ich möchte den Menschen helfen, ihre Probleme zu überwinden, damit sie saftig werden. Das war jetzt ein schönes Schlusswort. Saftig werden. Ein saftiges Leben leben können. Ein saftiges Leben leben. Das ist etwas, was wir uns hier brauchen, das wir hier brauchen. Und was Chuck so frisch eingeflogen wie eine Ananas aus Hawaii uns mitbringt. Die besten Ananas gibt es auch in Hawaii, gell? Das kannst du ihn gleich mal fragen, ob er der Meinung auch ist. It's so nice that you bring us the juice of life like a great big pineapple from Hawaii. The Hawaiian pineapples are the best pineapples there are in the world. Die sind so süß. Genau. Ja, an dem zweiten Tag, den machen wir auch zusammen, einen wunderbaren Seminartag mitten in der Woche am 15. Februar. Die Tage sind separat buchbar. Wer also nicht am Valentinstag sich mit seinem Partner, seiner Partnerin auftauchen möchte, ist natürlich auch alleine herzlich willkommen oder eben am 15. Zwei separate Tage, die beide unter dem Motto auch des neuen Buches natürlich stehen, eben über das Spiel des Lebens gewinnen. Und jetzt habt ihr einen kleinen Einblick über die vielfältigen Themen, um die es dort gehen kann, die aber auch von uns allen gemeinsam geschaffen werden. Das ist immer nur ein großer Rahmen, unter dem ein Seminar bei Chuck steht. Ansonsten wird es durch die Gruppe, durch die anwesenden Teilnehmer einfach ein Happening, ein tolles Ereignis, was von uns allen genossen wird. Und der vorher noch etwas problemverhangen kam, ist am Ende, wie wir gehört haben, eine Ananas. Ja, ich freue mich total auf euch zwei. Ihr werdet beide da sein. Anke, danke fürs Übersetzen. Chuck, wonderful talking to you. I'm looking forward to enjoy the pineapples juice and to have a great event again with you. Und es wird eine ganze Tour geben, also schaut mal auf die Website, wo Chuck zu Gast ist und hier unter unserer Website die Frankfurter Termine zu finden, was gleich nochmal eingeblendet ist unter dem Bild. Bis dahin eine gute Zeit, haltet's aus, bis Chuck kommt und ich freue mich auf euch alle beim Workshop hier, euch alle zu begrüßen. Einen schönen Gruß nach Hawaii, einen schönen Gruß raus an unsere Freunde. Bye bye, have a great time. Aloha. Tschüss. Tschüss.